Markus Binker, Chief Commercial Officer von der Swiss. Was sind Topseller auf der Kurz- und Langstrecke? Das ist immer für uns eine Frage, von welchem Markt man es anschaut. Wir sind als Netzwerk Carrier jemand, der aus verschiedenen Märkten unser Angebot anbieten kann. Aus der Schweiz haben wir natürlich aus geopolitischen Gründen eine Schwäche gesehen im östlichen Mittelmeerraum. Entsprechend wie der Trend von der ganzen Branche sind bei uns natürlich Warmwasserdestinationen mehr im westlichen Teil stark gelaufen. Auf der Langstrecke haben wir gute Entwicklung auf Nordamerika gesehen. Und auch die asiatischen Märkte, die sind sich langsam wieder ein bisschen am Wiederholen. Dort ist natürlich ein grosser Verkehrsström aus Asien nach Europa. Und die haben gelitten im letzten Jahr wegen der geopolitischen Situation, aber da sehen wir wieder eine Erholung. Und wenn man jetzt die Langstrecke ausbauen würde, wo könnte es dann hingehen? Wir sind natürlich, also wir kommen super schöne neue Flugzeuge über mit der 777, aber die tun ja existierende Flugzeuge ersetzen mit den A340. Das heisst, wir werden in den nächsten Jahren ein sehr stabiles Langstreckennetzwerk sehen bei der Swiss. Es gilt auch zu berücksichtigen, dass wir als Swiss natürlich stark auch uns an den Geschäftsreisenden orientieren und wollen 7/7 oder näher 7/7 fliegen. Entsprechend gibt es da immer wieder neue Ideen, sei das gewisse nordamerikanische Route oder auch asiatische Raum. Aber das wird in den nächsten 2 bis 3 Jahren wird das nicht aktuell sein für uns. Wenn wir das Wachstum sehen, dann machen wir das über unsere Schwester der Edelweiss, wo wir mehr touristische Destinationen anfliegen und auch nicht das täglich fliegen, sondern mit so um die 2/7 können fliegen. In Genf werden Sie dann ja eine reine Bombardier C-Series-Flotte haben. Wie sieht das in Zürich aus? Wird die neue 300er auch vor und ab Zürich fliegen? Ja, also das ist richtig. Genf werden wir so schnell wie möglich so aufstellen, dass das eine reine C-Series-Flotte sein wird. Und von der CS-300 werden wir dann in einem zweiten Schritt auch die in Zürich einsetzen. Die werden in Zürich nahe die heutige Avro-Flotte und ein paar A319-Destinationen ersetzen. Jetzt nach der C-Series und der 777 gibt es das nächste Mal einen Airbus A380? Die Frage werde ich öfter gestellt. Ich glaube, das gibt der Markt Schweiz nicht her. Wir haben heute Morgen an der Medienkonferenz gesagt, die Schweiz ist schon sehr, sehr gut angeboten in der Breite. Um einen A380er neu mit täglich fliegen zu lassen, braucht man schon ein sehr grosses Verkehrsaufkommen. Und ich glaube, das ist das Einzugsgebiet vom Markt Schweiz einfach zu klein. Also, von unserer Seite ist das nicht geplant aus der Schweiz raus. Das Flugzeug wird ja eingesetzt von Mitbewerbern, die das aber mehr brauchen, dann über einen Hub im Mittleren Osten, das quasi die Verkehrsströme weiterzuleiten in ganz asiatischen, afrikanischen Raum. Für uns steht das nicht auf der Wunschliste und auch nicht auf der Projektliste.